In diesem Jahr sind am Horn von Afrika schon 20 Seeschiffe von Piraten angegriffen worden. Deutschland als größte Handelsnation der Welt, als Deutsche sind wir angewiesen auf einen sicheren Seetransport wie kein anderes Land. Es sind auch deutsche Schiffe betroffen. Vor 4 Tagen ist ein deutsches Schiff hier gekapert worden und befindet sich bis zum heutigen Tage in der Hand von Piraten. Und unsere Marine operiert seit einigen Jahren in der Region in dem Mandat Operation Enduring Freedom und kann gegen Piraten nichts tun, weil die Bundesregierung politisch nicht willens ist, die Handlungsermächtigung zu geben. Worum geht es? Es gibt ein internationales Seerechtsübereinkommen, das allen Staaten ermöglicht, gegen Piraten aktiv vorzugehen. Das ist übrigens etwas, was seefahrende Nationen seit Jahrhunderten als normale Aufgabe jedes Seefahrers ansehen. Und die deutsche Bundesregierung gibt mit vorgeschobenen verfassungsrechtlichen Gründen der Marine nicht die Möglichkeit, von dieser Befugnis Gebrauch zu machen und eben Piraten entsprechend zu bekämpfen. Das führt dazu, und darüber schäme ich mich, wenn ich das ganz offen sagen darf, das führt dazu, dass deutsche Offiziere mir sagen, wir haben einen Kontakt gesehen, wir haben einen verdächtigen Piraten dort entdeckt, aber wir haben nichts gemacht und haben dann den Kontakt den Amerikanern weitergegeben, die ja auch in diesem Seegebiet hier operieren. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Ich fordere die Bundesregierung auf, unsere Soldaten zu ermächtigen, das zu tun, was international abgesprochen ist und was auch nach deutschem Recht ohne weiteres möglich wäre.